Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die App Deezer gehen. Ihr seht sie hier ein bisschen schlecht. Warte, so kann man die perfekt erkennen. Deezer. Ja, es ist eine Alternative zu Spotify. Ich starte die jetzt mal kurz hier. So, und zwar hier habt ihr die News. Also ich erkläre euch kurz die App, nämlich die News. Dann könnt ihr oben eure Musikrichtung wählen. Ich zum Beispiel Dance Electro. Dann habt ihr hier Auswahl, Neuigkeiten und Top Charts. Da gucke ich dann meistens. Und dann habt ihr jetzt zum Beispiel hier You Make Me Up, Wake Me Up und You Make Me. Ja, dann könnt ihr euch die nämlich anhören. Ich kann euch die leider nicht zeigen. Wenn ihr jetzt hier so ein Lied habt, dann könnt ihr das zu Lieblingssongs hinzufügen, zu einer Playlist hinzufügen. Und ja, da kommen jetzt nämlich noch ein paar schöne Funktionen hinzu. Denn ich zum Beispiel habe nur eine sehr geringe Internetflat. Deswegen habe ich hier bei meinen Lieblingssongs auf Synchronisieren gestellt. Das bedeutet, die Songs werden auf meinem Gerät synchronisiert, also heruntergeladen. Und ich kann sie mir jederzeit, das sagt dieses grüne Dreieck da unten, ich kann sie mir jederzeit anhören, auch wenn ich gerade kein Internet habe. Beziehungsweise ich benötige nicht mal Internet, um sie mir anhören zu können. Da sie wirklich vollständig heruntergeladen wurden. Das kann ich auch mit jeder Playlist machen. Ich kann mir auch direkt hier ganze Alben raussuchen. Wenn ich hier nach einer was Bestimmten suche, kann ich hier direkt ganze Alben raussuchen. Und die werden dann auch hier unter Alben gespeichert. Hier habe ich zum Beispiel das ganze Alligator-Album, das neueste. Mit allen Songs, die habe ich mir auch mal runtergeladen. Ja, ist eine super Sache, gefällt mir wirklich richtig gut. Und jetzt kommt das Besondere. Im Moment ist hier nämlich eine Rabattaktion, haben die hier am Start. Und zwar dieser Premium habe ich mir auch geholt. Erstmal habt ihr erst 15 Tage, was schon eine sehr lange Zeit ist. Also ihr könnt das ausgiebig testen, bevor ihr euch das überhaupt kaufen müsst. Hier in den Einstellungen könnt ihr nämlich nochmal sehen, wie viel dieser gerade verwendet an eurem Speicher. Hier habt ihr nochmal ein paar, ja, meiner Meinung nach unwichtige Informationen. Und ihr könnt auch den Offline-Modus direkt an- und ausschalten, was bei iOS 7 ja nicht mehr wichtig ist. Denn ihr könnt da ja auch direkt die mobilen Daten für eine bestimmte App ausschalten. Gut, hier seht ihr das nochmal. Ich schalte nochmal den Offline-Modus an. Also ihr könnt dann hier nicht mehr klicken. Das sind nämlich alles Online-Sachen. Und hier unter Playlist, meine synchronisierten Sachen, kann ich mir trotzdem noch anhören und angucken. Ja, jetzt kommen wir zu dem Angebot. Und zwar könnt ihr im Moment dieser Premium für 4,99 € dieses Premium Plus Paket holen. Da habt ihr dann auch die Smartphones inklusive. Das bedeutet, ihr könnt auch auf den Smartphones das Ganze verwenden und auf dem Computer und müsst halt nicht, Werbung wird da nicht geschaltet beim Computer und ihr auf dem iPhone könnte man, glaube ich, nur 30 Sekunden gucken, wenn man kein Premium hat. Also eine super Sache. Ich empfehle euch das wirklich. Ich finde es noch ein bisschen besser als Spotify. Deswegen habe ich mir das auch runtergeladen, was ein bisschen schade ist an der Sache. Es gibt kein Programm für den Computer, womit ihr das nutzen könnt, sondern ihr müsst es im Browser aufrufen. Finde ich ein bisschen schade, weil so kann man sich das Ganze nicht auf dem Computer runterladen, sondern halt nur online gucken. Aber auf dem iPhone geht das und auf dem iPod und für Android gibt es, glaube ich, auch eine App. Also wirklich eine super Sache. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Oder klickt auf Abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, das war's dann von diesem Video. Haut rein. Ciao.